Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eggdadum zu einem neuen Netztest, zu einem neuen App-Netztest. Distrained, das Horrorspiel, das Pocket-Pixel-Horrorspiel, Part 2. Ja, weiter geht's. Das Rätsel, mit dem wir im letzten Part hier aufgehört haben, war viel zu einfach. Ich habe offscreen nicht eine Minute gebraucht, um es zu kapieren. Wir hatten hier einen Eiswürfel aus der Badewanne, Resident Evil-like, geholt. Und ja, das Rätsel der Lösung ist, wir müssen den Eiswürfel einfach nur in den Backofen reinstecken und dann geht's weiter. Ich frage mich, ob im Eiswürfel etwas drin ist. Ich lege ihn in den Backofen und nun warten wir. Okay, mal sehen. Ich wusste es. Du hast einen Schlüssel gefunden. Ja, und den Schlüssel, den brauchen wir jetzt, um durch eine weitere Tür durchzukommen. Zack, ich habe die Tür aufgeschlossen. Und durch diese Tür können wir jetzt hindurch. So. Weiter geht's. Schon wieder das Geräusch. Ich öffne die Tür, gehe hindurch. Aktienmärkte, Ökonomie, Handel. Hier sind viele Bücher über Geld. Leer. Okay. Dann gehen wir mal weiter und untersuchen den Tisch hier. Hier ist etwas. Der Finder darf es behalten. Aha, ich habe ein Buch gefunden. Was soll ich mit dem Buch anstellen? Okay, hier kann ich es nicht hinlegen. Nein, ich behalte das Buch erstmal für mich. Okay, ein mysteriöser roter Vorhang. Ja, gehen wir erstmal raus. Nein, ich behalte das Buch erstmal für mich. Okay. Okay, wie kommen wir weiter? Dieses Bücherregal ist voller Horrorbücher. Ich platziere das Buch hier. Huh, was ist das? Ein anderes Buch sprang heraus. Ich glaube, ich weiß, wo das hingehört. Ach du Scheiße. Es wurde auf einmal dunkel. Das gehört vermutlich hier rein. Alle diese Bücher handeln von Geld. Das Buch passt hier perfekt. Mal sehen. Fertig. Und es öffnet sich der mysteriöse rote Vorhang zu einer Tür, deren Knauf mit rotem Blut beschmiert ist. Wir öffnen es natürlich. Wohnung 213. Etwas rot. Oha. Wer sind denn die? Meine lieben Musikanten. So.
Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. Mekadado, Brutern und Moor. Wir haben schon gehört, dass du den alten Furz rausgeworfen hast. Gute Arbeit, Sohn. Du hast deinen ersten Test bestanden. Freut mich zu hören, Zeus. Miss Godwin schien allerdings eine nette alte... Unsinn. Und es gibt kein Unrecht im Gesetz. Das hast du richtig getan, Sohn. Bald bist du einer von uns. Einer von uns. McDade, Button, Moore und Pierce. Hört sich gut an für mich. Danke, Zeus. Bist du bereit, echtes Geld zu machen? Geld. Ich denke, das bin ich. Du musst dich nur noch um zwei Namen kümmern. Pfände ihr Besitz im Namen des Gesetzes. Im Namen des Gesetzes. Und du wirst Pärzner bei uns werden. Ich mache es. Das ist der Geist, Sohn. Nun geh jetzt. Okay, wir müssen hier offensichtlich noch einen zweiten Haus finden, nachdem wir im letzten Part für die drei Geldsäcke hier das Haus einer alten Dame gepfändet haben. Ich fühlte Freude und Trauer. Bald würde ich meine Partnerschaft haben. Aber zum Preis meiner Menschlichkeit. War es das wert? Oh, ein Speicherpunkt. Das ist es auf jeden Fall wert. Ein Speicherpunkt. Okay, ich speicherte den Fortschritt. Okay, gehen wir weiter. Oha, was ist denn hier los? Huh, wie kommt das dorthin? Hier ist eine andere Notiz. Das ist ein Elefant im Raum. Ich kenne diesen Spruch. Ach du Scheiße. Ein blutiger Elefant verfolgt uns. Schande. Ekelkeit. Ach du Scheiße. Die Omas. Hilfe, ich werde eingeholt. Ich renne aber so schnell ich kann. Es ist schon morgen. Was für ein Tag das war. Ich fühle mich noch immer schrecklich wegen Mrs. Godwin. Nun ja, ich brauche etwas Kaffee, um munter zu werden. Speicherpunkt. Okay, ich speicherte den Fortschritt. Pierce ist zu Hause. Meine Blase ist prächtig. Ich kann es für einige Tage durchhalten. Okay, also ich muss nicht auf Toilette. Ich muss mir nur einen Kaffee machen. Okay. Ich benötige etwas Wasser für den Kaffee. Ich nehme die Kaffeekanne zum Wasser holen. Ich denke mal aus dem Bad. Nicht aus der Toilette, nein. Vielleicht gibt es hier etwas Wasser. Arr, ich will Kaffee. Und es hat angefangen zu regnen. Im Ernst?
Schwöre, das ist einer dieser Morgen. Das Wasser ist aus. Das Wasser ist tatsächlich wirklich aus. Nein, ich werde mir kein Wasser aus der Toilette. Ja, Tatsache, es regnet. Unser Fernseher ist schon mal intakt. Zum Schlafzimmer. Bin mir nicht sicher, wie hygienisch das ist, aber ein Mann braucht seinen Kaffee. So, nun habe ich etwas Wasser. Wie geht's? Haben wir unser Wasser durch das Loch in der Decke bekommen? Holla die Waldfee.